So, Hallihallöchen und willkommen zurück zu meinem Let's Play Lego der Hobbit. Wir sind ja schon fleißig am Sammeln, haben da auch schon aufgehört, haben dann zwischendurch sogar schon ein paar der roten Steine gekauft. Hier kann ich euch das auch nochmal. Na, so meinte ich das nicht. Ich meinte, hier kann ich euch das auch zeigen. Wir haben hier Superschlag. Doppelte Beute ist eigentlich keine schlechte Idee. Schatzfinder können wir auch schon mal anmachen. Ja, gut, immer Saphire muss jetzt nicht sein. Superschlag muss auch nicht sein. Unbesiegbarkeit finde ich nicht so interessant. Auch das können wir anmachen. Und Mini-Kit-Finder. Das sind so die, wie wir bis jetzt haben. Und wie gesagt, wir haben auch kartentechnisch bei Nacht hier hinten aufgehört. Die konnten wir nicht machen. Das weiß. Das ist ja wegen Charakter bestimmt bearbeiten. Ich glaube, in der Höhle, was war das? Die Mutter allen Übels. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gemacht, weil das war. Die Übergabe, da brauchen wir auch ein spezielles Kostüm. Deswegen gehen wir uns jetzt zum Kieferwald. Ich glaube, da habe ich letztens aufgehört, dass ich die nicht mehr gemacht habe. Deswegen gehe ich jetzt zu der Mutter allen Übels. Mach die. Dann geht es nach unten da in die Gebiete. So, und dann machen wir mal gemütlich weiter. Ich habe mich versteckt und zugesehen, wie Azog den Arm gefunden hat. Und was macht er? Lässt seinen Bart den Arm apportieren. Missverstanden? Pah! Er ist wirklich ein Ekel. Ich wette, das hat er von seiner Mutter. Sie wohnt in der Nähe und ist echt fies. Pah! Wenn du Mumm hast, könntest du versuchen, die Tyrannen zu stürzen. Moment, ich möchte mal ganz kurz einen anderen Zwerg haben, also einen kleineren Charakter. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Jetzt müssen wir erstmal wieder alle Gegner hier besiegen. Ganz gemütlich. Auch wenn mein Kollege eher gerade hier nicht besiegt wird. Wir müssen uns wieder mit ihr messen. Dann verkrümmelt die sich dann wieder. Dann müssen wir wieder bestimmte Leute verprügeln. Also erstmal fallen wir wieder mit. Und da kommt es auch angesetzt. Die Gegner, die wir verhauen müssen. Wie gesagt, nicht unbesiegbar könnte ich dafür sorgen, dass ich nicht unbesiegbar bin, aber das interessiert mich nicht. Ich könnte auch Superschlag anmachen, aber das will ich auch nicht. Also wenn man auf richtige Art und Weise. Höchstens bei ganz, ganz, ganz nervigen Leveln, aber so. Mein Controller vibriert.
Eintopf war echt eklig. Oh, und sie hat mich zum Spaß immer kopfüber über die Klippen gehängt. Hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich schlecht auf sie zu sprechen war? Nein, hast du nicht, aber gut. So. Krönchen ist der Gruppe, die sind also wirklich mal erledigt. Ich gehe mal raus. Dann mal gucken, ob sich das dann wirklich aktualisiert hat, dass wir hier keine Quests mehr haben. Sieht aber danach so aus. Das heißt, wir können jetzt hier unten uns hindurch trollen. So von hier machen ist okay. Ist auf in den Düsterwald. Huch, entschuldige, Jerry. Kannst ruhig hier bleiben, Schnucki. Solange du nicht wieder Richtung Mikro ziehst, ist mir das alles egal. Deswegen kann ruhig immer hier sein, meine Katzis. Flup. So, wir müssen sogar hier rüber. So, dann reden wir mal mit ihr. Mein Junge wollte immer ein Baumhaus, aber die Bäume in der Gegend sind alle so hoch. Ich finde das ziemlich gefährlich. Vielleicht bin ich zu ängstlich, aber bestimmt könnte er genauso viel Spaß in der Nähe des Bodens haben. Was meinst du? Könntest du etwas bauen, das beide Wünsche erfüllt? Ich kann nicht versuchen, wenn ich die Materialien dafür vollzählig habe, ja. Oh ja, unser Holz ging mir leer. Das habe ich ja total vergessen. Also, junge Dame, müssen sie sich leider noch gedulden. Gehen wir uns mal eben Holz holen halt. Ich könnte mal sehen, das habe ich total vergessen, dass ich mein Holz hier leer habe. Normalerweise würde ich das schon gerne vorbereiten, weil ich das irgendwie immer antun wollte, die Hin- und Herfliegerei und... Ihr müsst dann zusehen, wie ich das Holz oder so kaufe. Das finde ich muss ja nicht sein. Dass ihr das immer mitkriegt. Gucken. Ende des Parts, dass ich dann nochmal gucke, dass ich alles auffülle und mir nochmal Geld dann hole. Das ist genau wie ich euch das Bonuslevel nicht immer antworte, wenn das schnell geht. Ja, Holz frisst auch immer sehr viel, aber das ist. Deswegen ist Holz aber auch so günstig. Aber wie gesagt, Holz wird ja meist viel benötigt. So, ich denke mal, dass das jetzt wirklich mal ausgenügt für alles. Was wir noch hier auf der Map oder so haben. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal gesagt, ich sammle jetzt erstmal alle Quests, nimm so gut wie möglich alle Quests an, die ich annehmen kann. Und werde dann später gucken, dass ich dann danach das Schmieden übernehme. Also gerade was für die Roten dann benötigt wird. Und wir dann gucken, dass wir die Roten auch kaufen können. So, das Holz kannst du haben. Und dann mal wieder typisches Bauen machen. Wie ihr es kennt, das ist ja nichts Neues. Beschleunige ich das ein Ticken, damit wir nicht so lange da hängen. Fertig. 20.000er Bonus. Yay. Ein kleiner Baum mit einem Baumhaus nahe am Boden. Ja, das ist perfekt. Oh,
Bestimmt wird mein Junge sich beschweren, dass er nicht auf die hohen Bäume klettern darf. Aber er wollte ein Baumhaus und er bekommt ein Baumhaus. So steht es im Kleingedruckten. So steht es im Kleingedruckten. Mhm. Okay. Ja, wir haben hier direkt über uns eine Höhle. Da hinten in der Höhle glänzt irgendetwas. Da gehe ich jetzt rein in die Höhle. Du da, hast du kurz Zeit? Klar. Spinnen. Ich hasse Spinnen. Sie krabbeln in meiner Küche herum, als ob sie ihnen gehört. Aber ich habe ihr Nest gefunden. Jetzt komme ich in ihre Küche. Womit ich sagen will, dass ich sie erledige. Kommst du? Ich gebe dir Bescheid, wenn mehr von diesen Quälgeistern hier auftauchen. Ja. Nochmal ein Mistgestein. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich aus Versehen einen Superschlag angemacht habe. Charakterstat und besiegbar. Nee, Superschlag ist immer noch aus. Okay. Dann waren die Spinnen nur nicht gerade sehr stark. So. Wir haben einen nächsten Trollkompan, den wir hier kaufen können. Saphire! Wieso lagen hier auf einmal so viele Saphire? Wieso komme ich mir hier so benommen vor? Mir wird etwas schwindelig hier drin. Ist das normal, Herr Pfau? Mir wird etwas schwindelig hier drin. Die Leute drehen hier durch. Lass uns hier raus. Sonst ist hier nichts in der Höhle. So, dann müssen wir noch einen weiteren Weg zurücksetzen. So, aber bevor wir was anderes machen, haben wir hier was für Radagast. Bist du da, bist du Radagast? Kannst du der armen Eule mal helfen? Können ja die arme Eule nicht krank lassen. Und meist ist es doch ein Stein, den wir dafür kriegen. Eigentlich mit der Höhle. Na, ja, dann müssen wir auch darüber. Ja, wie gesagt, hier geht es Richtung Frando jetzt reich. Da würde ich noch gar nicht ganz so hin, muss ich ehrlich sagen. Aber wir können dem armen Typen auf jeden Fall helfen. Das können wir ruhig machen. Also die Quest da zumindest. Können wir gerne erledigen. Ich würde dir Hilfe brauchen. Hallo, Ungeziefervernichter. Danke für deine Hilfe mit den Spinnen. Aber wir haben wohl eine übersehen. Eine große. Die Königin. Wenn wir ihr keinen Dämpfer verpassen,
werden immer wieder Spinnen nachkommen. Bist du bereit? Jo. Bei meinem Gott. Die Königin. Arme Spinne. Da kann ich wieder nicht mehr. Madame, wo sind sie? Da hat sie sich rotomisiert, hat sie gedacht. Ja, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich überhaupt da erst eine letzte Infektion nicht fertig habe. Und dann den Charakter wieder raus. Ich hasse diese Spinnen. Aber ohne ihre Königin haben sie es wohl endlich begriffen und ziehen woanders hin. Entweder das, oder sie werden furchtbare Rache an uns beiden nehmen. Ich lasse beim Schlafen ein Auge offen. So, das heißt, es geht jetzt wieder raus und wieder rein. Dann haben wir den nächsten Troll hier. Fliegt oben ein Schwein? Ich glaube, wir können es nicht unterholen. Oh doch, wir können es anschießen. Aber da wir das ja nicht brauchen, gehen wir hier aus dieser rosa Welt raus. Damit wir nicht alle zu rosa werden. So, gehen dann mal zu dem Metrierstein hier unten runter. Ich würde schon gern haben, wenn die Kamera sich endlich wieder drehen tut. Ich habe keine Lust, in den Sumpf zu spazieren. Oben ist er. Okay, das ist eigentlich nicht so schwer. So. Und den Mithrierstein. So, dann gehen wir mal die Richtung zu dem Fragezeichen. Ich habe ja jetzt gesagt, wir gehen, wenn schon, dann in Richtung Dol Guldur mit der Zeit runter. Ich bin sicher, dass jemand Karotten von dem Stapel für die Pferde stiehlt. Entweder das oder sie haben Beine bekommen und sind davongelaufen.
Ich kann die armen Pferde nicht bitten, mit leerem Magen zu laufen. Vor allem bei frei herumlaufenden Dämonenkarotten. Du hättest nicht etwa ein paar normale Karotten übrig, oder? Muss ich gucken, ob ich die Anzahl für dich übrig habe, die du von mir willst. Nö. Das heißt, wir gehen Karotten kaufen. Wie gesagt, noch war der Part noch nicht vorbei. Deswegen konnte ich auch noch nicht vorbereiten. Wir haben noch ganz 12 Minuten sogar. Also, musst du halt noch die 12 Minuten aushalten. Und mir nochmal zu gucken, wie ich jetzt Karotten kaufe. Die sind aber auch Gott sei Dank nicht so teuer. Davon können wir auch mal einige kaufen. Ich denke mal so 300. Das ist ganz okay. Kaufen wir mal zumindest auf ein Brot mal wieder ein bisschen mehr nach. Wenn wir schon mal hier sind. Bevor ich jetzt 20 mal hinreise. Steine. Dann eben die 300 noch wieder voll machen. Seile müsste ich noch genug haben, weil es auch einiges wäre. Auch mal wieder ein paar Seile. Leder habe ich eigentlich ganz gut voll. Gucken von euch jeweils einen mehr. Um die Übersicht zu sehen nochmal. Die meisten Sachen habe ich aber eigentlich ziemlich viel da. Außer hier von Eisen, das wird eine zweite an. Und wieder Eisen ein bisschen hoch. Ja, ich weiß, dass ich gleich kaum noch was habe. Das auch ziemlich leer. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, das Bonuslevel ist wirklich nicht schwer. Das könnt ihr innerhalb wirklich von ein paar Minuten machen. Deswegen werde ich auch danach wieder Bonuslevel machen. Also deswegen, woher ich meine ganzen Stats habe, das liegt nicht an den normalen Leveln, das liegt an den Bonusleveln. Ja, weil sonst wird sich das extrem in die Länge ziehen, wenn ich jetzt erstmal über die Maps laufe, weil nicht immer, wenn ich das Gebiet rein und raus gehe, sind immer die gleichen Sachen da. Und deswegen mache ich es dann halt ein bisschen einfacher. Dafür gibt es das auch. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, für euch das privat so zu machen. Und wie gesagt, das Bonuslevel mache ich innerhalb von 2 Minuten privat jetzt offscreen fertig. Ich wiederhole es dann nur ein paar Mal. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Ich werde diese kleinen Teufel klein hacken, bevor sie auch die Gelegenheit ergreifen und davonlaufen. Es ist nicht viel, aber bitte nimm dies als Bezahlung. So. Weil, wie gesagt, jetzt geht es hier in die Richtung runter und dann geht es hier Richtung Dolgodul und hier in die Ecke so ein bisschen. Weil hier hinten waren wir ja letztens auch, wenn ihr mich noch dran erinnert, hier, wo wir dann hier an der Grenze von Seestadt waren. Und zuletzt werde ich mich hier dann um den Charakter kümmern und dann geht's Richtung Framduils Reich. Und dann werde ich mal gucken, ob ich dann vom Framduils Reich komme. Ich nehme nach hier oben für in die Richtung hier zum Bonuslevel hin. Da hatten wir aber alles gesammelt. Aber ob wir dann nicht auch hier auf den Weg und so wieder kommen, dass wir dann erstmal hier oben Tal und Erebor erledigen. So mal als Zusammenfassung und dann nach Seestadt gehen, weil Seestadt hat viel mit dem Wasser zu tun und deswegen würde ich Seestadt gerne als letztes machen. Das weiß ich jetzt schon. So, wir brauchen wieder Radagast. Hilft ihm einen kleinen Maulwurf.
war das? Genau, die grummelige Katze, die könnte ich mir auch gern machen. Aber Fisch habe ich jetzt, glaube ich, genug geholt für die Katze. Weil damals, wisst ihr noch, die wollte 99 Fisch. Den habe ich immer noch nicht geholt, okay. Muss ich mir nachher mal Fisch kaufen. Dann gehen wir jetzt trotzdem Richtung Dolbodum runter. Somit haben wir zumindest das hier oben alles erledigt. Gehen wir mal nach gucken, welcher Mithrierstein das dann ist jetzt bei Dolbodur da. Ich habe noch so ein kleines Männchen. Einfach nur, dass ich dann hier unten hinkomme. Gut. Dann gehen wir doch mal in die Richtung erstmal jetzt, wo wir schon mal hier unten sind. Arzog, wo hängst du? Scheint auch noch hier unten zu sein. Wäre hier nur jemand naiv genug, mir zu helfen. Was hast du denn? Ich erinnere mich an Zeiten, als es jeden Tag Fleisch gab. Ach ja, meine Kumpels und ich haben ewig schon kein Fleisch mehr gegessen. Wenn du etwas übrig hättest, würde ich dich belohnen. Haben wir übrig. Jetzt sieh dir nur all die Fressalien an. Ich dachte schon, wir müssten aus dir einen Eintopf machen. Aber das viele Fleisch dürfte eine ganze Weile reichen. Vielen Dank. Mein Bruder hat vorhin irgendetwas gejammert, wo du schon so hilfsbereit bist. Meinst du, du könntest ihm vielleicht helfen? Klar, ich will die Mithrilsteine haben. Und die geht es mir, sonst würde ich die Sachen auch nicht machen. Mal eben zu. Aber wir wollen jetzt Mithrilsteine oder die roten Steine. Mm-mm. Ja. Nur gut Objekt, wir haben es verstanden. Wollen wir mal gucken, wo lang wir hier sollen. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Fuß bewegt. Wollen wir mal hören. Was klotzt du so? Hältst du dich für was Besseres, weil ich ein Ork bin? Im Inneren bin ich genau wie du. Schmiede mir eine Mittelkappe, dann siehst du, was ich meine.
Keine Sorge, du sollst es nicht umsonst tun. Du kannst diesen Stein hier haben. Soll doppelte Gesundheit bringen. Oder so ähnlich. So, ihr Lieben. Mein Timer ging aber gerade los. Ich werde den Part hier beenden. Bis zum nächsten Part.